Meine Schulzeit war absolut abgefuckt. Also Leute, viel Spaß bei den lustigsten Stories aus meiner Schulzeit. Aber Leute, bevor es losgeht, vielen Dank für 6500 Abonnenten. Leute, es geht ja wirklich alles mega schnell. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie krass ich mich darüber freue. Also, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und euch die Videos gefallen, den Kanal gerne abonnieren. Damit helft ihr mir und dem Kanal wirklich sehr. Vielen, vielen Dank, Leute. Let's fucking go! Es gab in der Schule nichts Schlimmeres, als wenn mein Klassenlehrer im Unterricht den Raum verlassen hat. Wenn kein Lehrer da war, war mein Klassenraum einfach eine Warzone. Einmal ist mein Lehrer so aus dem Zimmer raus und meinte einfach so: Ich mach keine Scheiße, bis ich wieder da bin. Geht so aus dem Raum raus und auf einmal steigt so ein Typ aus meiner Klasse einfach auf seinen Tisch raus und springt so auf den Typen aus meiner Klasse zu. Der Typ aus meiner Klasse schreit so: Hab dich, Digga! Und packt zu diesem Typen aus meiner Klasse, zieht ihn einfach so von seinem Stuhl runter. Die beiden klatschen so auf den Boden, fangen so mitten im Klassenraum an, sich zu boxen. Es ging so fucking schnell, so schnell konntest du gar nicht gucken. Mein Lehrer war von mir für 4 Minuten draußen. Mein Klassenraum ist einfach zu einem WWE-Ring geworden. Und das Geile war, meine Klasse wusste, wie man Dinge schnell und effizient löst. Wenn mein Lehrer gesagt hat, ich bin für 2 Minuten weg, dann wurde in den 2 Minuten wirklich alles, was ging, angezündet und wieder gelöscht. Wenn mein Lehrer wieder da war, gab es keine Beweise. Ich glaube auch immer, dass wenn mein Lehrer weg war und dann wieder zurückgekommen ist, gab es immer so einen Typen, der in der Tür saß und so geschrien hat: Er kommt wieder! Und jeder sprintet so wieder auf seinen Platz. Dann war es in diesem Zimmer einfach für 5 Sekunden immer so geisteskrank still. Und mein Lehrer kommt zu mir in den Klassenraum rein, guckt uns so an und meint einfach so: Männer, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ich weiß, dass ihr was gemacht habt. Ich weiß nicht, ob das so bei uns so war, aber egal ob in der Grundschule oder im Gymnasium, in jeder Klasse, in der ich war, wurde immer zu uns gesagt, dass wir die schlimmste Klasse sind, die es jemals auf der Schule gab. Also es war halt ständig so, dass irgendwelche Lehrer im Unterricht Nervenzusammenbrüche hatten und zu uns meinten: Seid die schlimmste Klasse, die ich je unterrichten musste. So was für euch habe ich noch nie erlebt. Und wir saßen immer nur da und meinten einfach so: Erzählen Sie uns was Neues. Mein Klassenlehrer kam dann immer so richtig angepisst zu uns und meinte einfach so: Was habt ihr schon wieder gemacht? Leute, ich kann nicht mehr. Aber richtig schlimm waren bei uns immer Wandertage. Einmal sind wir mit unserem ganzen Jahrgang ins Kino in Potsdam gegangen. Und Leute, meine Klasse alleine war schon schlimm. Aber mein ganzer Jahrgang war wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wir waren dann so in diesem Kino und haben auf einmal so gemerkt: Oh shit, da sind ja Leute aus anderen Schulen. Und bei uns war es so, dass mein Jahrgang anderen Schulen immer gerne zeigen wollte, dass wir in der Ecke krasser sind als die. Problem war nur, dass andere Schulen auch so von sich gedacht haben. Aber wir saßen dann so in diesem Kinosaal und auf einmal haben so Leute aus meinem Jahrgang so übelst angefangen, Leute aus dieser anderen Schule anzupöbeln. Es ging dann einfach so, weil sie sich dann in diesem Kinosaal so übelst angefangen haben, mit Popcorn zu bewerfen. Und ich rede hier nicht von einem Popcorn und das war's. Nein, nein, nein. Ich rede hier von Eimern aus Popcorn, die durch die Luft geflogen sind. Dass einfach so ein Haufen Leute aus meinem Jahrgang und irgendwelche Randys aus der anderen Schule sich hinter den Sitzen verbarrikadiert haben, sich Eimern aus Popcorn in die Fresse zu werfen. Die haben sich da auf ihr Leben bekriegt. Die Leute, die nicht involviert waren, nicht eingeschlossen, hat es einfach so gar nicht mehr gejuckt. Und das war zu dieser Zeit einfach normal. Du wusstest halt einfach, du gehst mit deiner Schule irgendwo hin und irgendwas wird in die Luft fliegen. Aber die mit Abstand heftigste Story meiner Schulzeit war in der 8. Klasse. Und bitte, Leute, nehmt euch an dieser Geschichte kein Beispiel. Meine Klasse war sehr speziell. Als wir so 14 Jahre alt waren, gab es so eine Phase, wo so eine Gruppe von Atzen in der Pause zum Rewe gegangen ist, um Alkohol zu klauen und den dann im Unterricht zu trinken. Das ist zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Mal vorgekommen. An einem bestimmten Tag standen wir um 10 Uhr vorm Informatikraum, warten darauf, dass der Lehrer kommt. Und auf einmal kommen so die Atzen von hinten, sagen einfach so: Hey Jungs, guck mal, was wir erbeutet haben. Die machen so die Taschen auf und holen einfach so übelst viele von diesen kleinen Wodka- und Kornflaschen raus. Wir stehen da und schauen die so an: Hey Jungs, seid ihr völlig behindert? Was, wenn jetzt ein Lehrer kommt? Und dann sagt einer der Atzen zu so einem Kumpel von mir, der auch in dieser Gruppe war: Na gut, dann machen wir das Zeug jetzt halt weg. Und auf einmal nimmt sich mein Kumpel diese ganzen Wodka- und Kornflaschen und haut sich diese Dinger in der Schule um 10 Uhr morgens vor dem Informatikraum in den Kopf. Ich will nochmal erwähnen, wir waren alle so 13, 14 Jahre alt. Ich war völlig verstört, was ich mir gerade angesehen habe. Und dachte mir einfach nur so: Ach du Dicket, ey. Der Typ wird sowas von abkacken. Wir hatten also VAT-Unterricht. Mein Kumpel wirklich stramm wie ein Lattenrost, latscht in den Raum rein und pöbelt wirklich alles an, was 2 Beine hat. Schreit rum, zündet sich im Inforaum eine Kippe an und wirft einfach Sachen nach vorne. Und ich sitze da und denke mir einfach nur so: Mein Lehrer wird das zu 100% checken. Der kommt niemals aus dieser Nummer raus. Und alle Kerle aus meiner Klasse, wirklich wie so ein Abwehrteam von der NFL, lenken die ganze Zeit unseren Lehrer ab und sagen die ganze Zeit zu diesem Atzen: Digga, straf dich mal, jetzt reiß dich zusammen, sonst bist du am Arsch. Nachdem mein Kumpel für so 45 Minuten lang rumgepöbelt hat, kommt mein Lehrer so zu mir und fragt mich so: Was ist mit dem Atzen los? Warum benimmt er sich so komisch? Und ich sag einfach so zu ihm: Ja, keine Sorge, der hat einfach nur schlecht geschlafen. Mein Lehrer sagt einfach nur so: Okay, wenn du das sagst. Und hat einfach nichts mehr gemacht. Ich glaube, der wusste, bei uns bringt das eh nichts mehr. Und hat uns einfach laufen lassen. Also wir haben es tatsächlich geschafft, den Typ, ohne dass er einen Schulverweis bekommen hat, durch den Unterricht und raus aus dem Schulhaus zu bringen. Ja, Problem war nur, dass es anscheinend sehr viele von den Mädchen aufgefallen ist, die das dann ihren Eltern erzählt haben. Und dann ging's richtig ab bei uns. Meine Mama war so ein paar Wochen später auf so einem Elternabend. Und ich glaube, jeder von euch kennt dieses Gefühl, wenn deine Mutter vom Elternabend zurückkommt und du so weißt, sie mitbekommen hat, was ich in der Schule gemacht habe, dann war's das mit Minecraft für dieses Jahr. Und meine Mom kommt so zurück und sagt einfach so zu mir: Dani, die Kacke ist am Dampfen. Ich verarsche euch nicht. Die halbe Klasse ist da fast von der Schule geflogen. Weil dann nämlich fast alles rauskam, was bei uns in der Klasse für Scheiße abging. Also von Sachen an zu bis im Unterricht trinken kam wirklich alles raus. Also Digga, die 8. Klasse war wirklich so intens. Aber das war nur der Auftakt für die 9. Klasse, von der ich euch beim nächsten Mal erzähle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal.